Hallo. Hallo. Wenn ich bei Ihnen ganz kurz fragen darf. Sie sind? Ich bin der Herr Eick. Okay. Ich bin Alex, ich bin gerade eben hier neu angekommen. Okay. Und der Herr Luca hat mich gerade eben hier geführt. So. Ja, wie kann ich Ihnen jetzt helfen? Ja, er wollte einfach nur, dass ich mich jetzt einfach vorstelle hier. Okay. Bei allen hier, ja. Ja, die meisten sind aber gerade am Schlafen. Ja. Okay. Ja gut, ich guck mich mal einfach weiter um. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. Ja. Ich würde gerne was kauen. Was kauen? Kaufen. Achso, was denn? Drei Kisten. Ja, kann man machen. Wissen Sie, was mit diesem... Moment. Okay, Sie den einen, nicht den anderen. Oh. Oh. Okay, das ist so. Wissen Sie, was mit dem komischen Turm da hinten passiert ist? Hoch, der ist ja weg. Wo dieser merkwürdige Herr Nick drin gelebt. Okay, Moment. Wo dieser merkwürdige Herr Nick gelebt hat. Der Stadttag ist da noch, oder? Ja, normalerweise schon, aber... Ich hab nichts mitbekommen. Ist vielleicht der Blitz eingeschlagen? Das kann gut sein, aber dass alles verpufft wird... Das war ja komplett aus Holz, ne? Also... Ja, aber ist ja alles weg, auch sein komisches Luftschiff. Ja, stimmt. Was aussah wie... Was war das überhaupt? Eine Karotte oder so? Hm. Da müsste man vielleicht mal gucken, ob da draußen noch irgendwas von dem ist. Also sie kriegen aber erstmal ihre Kisten. Ich habe mir jetzt nämlich endlich mal entschlossen, eine Waffenkammer zu bauen. Okay. Ich habe so viele Bögen und Schwerter über. Okay. Was für eine Kistensorte wollen Sie denn? Von denen. 1, 2, 3. Machen wir gleich 4. Ja, okay, geht auch. So. Ja, dann 5, weil ich habe eine Einzelkiste da stehen. Ach so, das müssen Sie natürlich vorher schon sagen. Macht wie viel? Ein Iron Coin. Okay. Muss ja keiner wissen, dass ich bei Ihnen runtergehe mit dem Preis. Ich habe momentan mehr als genug Geld, also. Okay. Ja. Ist jetzt was mit den Wahlen eigentlich weiter passiert? Nö. Ich treffe hier den Herrn Melvin und den Herrn Tyrox Ramon kaum noch an. Also irgendwie, die sind am Dauerschlafen. Vielleicht produzieren Sie und Herr Tobias zu viel Wein. Was? Ja, Herr Tobias und Sie sind doch Winzer. Also ich bin Hobbywinzer, ja, aber deswegen das Haus. Also, Ihre ehrliche Meinung. Es ist hässlich. Es hätte schöner sein können. Das ist ja viel zu viel Holz. Das ist ja... Ja, okay. Er hätte das Haus von Ihnen bauen lassen sollen. Ich sag mal so, jedes Haus hat Holz, aber das ist... Sehr viel Holz und sehr spitz. Und spitz nicht, aber... Es ist... Das Holz, das hätte dann wenigstens farbenfroh sein müssen. Na gut. Vielleicht sollte er das nochmal neu bauen. So wie ich es dreimal gemacht habe. Oder wir müssen irgendwie Farbe organisieren und irgendwas, womit man Blöcke anmalen kann. Das müssen wir mal in den Darkware finden lassen. Aber im Geheimen. Ja. So, jetzt wollen wir mal da hinten draußen gucken, ob da noch irgendwas ist. Vielleicht hat er sich einfach aus der Welt gegangen, weil er keinen Bock mehr auf uns hatte. Wer weiß, vielleicht ist er einfach bloß von einem Hunter erschlagen worden. Ja, das könnte sein. Oh Gott. Oder? In der Werbedimension zu bleiben. Ja, auf jeden Fall habe ich mich richtig teleportiert. Das war da hinten draußen. Genau. Da lang, genau. Sehen Sie, wir waren doch richtig. Also meine Karte war hier. Ja, dann ist er wohl weg. Ja, Glück.
Ja. Ja, das ist ein säuberlich weggemacht. Ja, also ich sag mal so, der hat sich ja sowieso nie in der Stadt blicken lassen. Aber die Creeperlöcher hat er nicht gestopft. Das hat er nie gemacht. Das ist wahr. Der war kaum, sich zu, das macht kaum jemand. Der war sich zu fein dazu. Hier stand doch mal ein Tempel von ihm, aber hier steht auch nichts mehr. Ich denke mal, das stand hier alles. Hä? Ich denke mal, dass das hier alles stand, wo diese aufgegrabene Erde ist. Genau, no, hier war irgendwie sein Ritualtempel, wo er seine Asche hergestellt hat, nicht wahr? Ja, gut, also ich vermisse ihn nicht. Also ja, ja. Ich weiß nicht, wer ihn vermisst. Vielleicht. Ich glaube gar keiner. Ich fand das ganz geil. Außer vielleicht. Die meisten kennen ihn nicht mehr. Außer vielleicht die, die noch ein Luftschiff offen haben oder haben wollten. Aber da findet sich. Ich würde sagen, die haben jetzt Pech. Erstmal. Da wird sich schon jemand finden, der was baut oder herstellt. Keine Ahnung. Naja, wenn das so weg ist. Also, ich sag mal so, mich stört's nicht, also. Ja, wir sind ja ähnlich, also wir sind in der Stadt, also. Ja, das ist. Der hatte wohl wirklich Angst vor uns. Und Angsthasen haben bei uns in der Stadt sowieso nichts zu suchen. Wir brauchen richtige Männer. Ich bin gespannt, was halten Sie eigentlich von dem neuen? Der sieht ein bisschen creepy aus. Ich hab den noch nicht gesehen. Ich hab nur von dem Herrn Luca gehört, dass es den gibt. Sie haben das jetzt gehört, oder? Das? Das war so ein Zischen. Ja, und dann, ich habe da noch so ein Bumm gehört. Ich habe nur Zischen gehört. Was haben Sie jetzt? Sie haben doch hier gerade was weggemacht. Was war denn das? Ja, das Clouds Ding. Hm. Und wenn es noch weg? Nö. Haben Sie noch irgendwas weggemacht? Ich habe ein Zombiehirn eingesammelt. Nee, jetzt hier, wo sie diese Pflanze weggemacht haben. Ja, da lag ein Zombie hier und das habe ich auch eingesammelt. Jetzt probiere ich das hier mal. Nee, nix. Hm. Also wenn das hier so zischt, ich glaube... Oh Gott. Vielleicht hat hier Sprengminen verteilt. Vielleicht hat er sich selber in die Luft gejagt. So inkompetent, wie der mit seiner Magie war. Ja gut, er war weiter als Melvin. Ja gut, aber der hat sich ja auch alles irgendwie zusammen geschnurrt und geklaut. Ja gut, ja. Also ich vermisse nicht, ganz im Gegenteil. Hier sind noch mehr von diesen. Jo. Ich glaube, hier hat man auch noch welche. Hier ist aber ein Riesenfeld, also das lohnt sich ja richtig. Jetzt können wir besser zaubern. Ich muss auch noch mal. Jetzt können wir besser zaubern als der Herr Melvin. Das dürfen wir ihm nur nicht sagen. Ich glaube, der nimmt uns das dann richtig übel. Ja, also mein Verschwindezauber, der ist echt gut. oder Lichtzauber. Ja, mein Licht, das ist der beste überhaupt. Ja doch, wir müssten richtig laufen. Ja. Hier sind noch mehr, sammeln Sie das ein, das können Sie doch wieder verkaufen. Ja, Herr Tobias kauft die anscheinend gerne, der fliegt gerne. Ja, Sie müssen aber auch alles einsammeln. Ja, das ist Was ist... Oh wow, das da sieht aber schön aus. Oh. Das wollte ich gerade abbauen. Das ist aber das kann nicht zusammen. Was ist das? Oder haben sie es eingesammelt? White Crystal Shard. Das ist bestimmt was für Zauberer. Ja. Vielleicht von dieser Astralmagie. Das sieht auch aus, als wäre der Meteor eingestürzt. Ja, aber was ist das für ein Stein? Den kann ich ja nicht abbauen. Hehe. Können Sie es wieder hinstellen? Was? Diesen Kristall. Nö, das kann man nicht mehr hinstellen. Hm. Komisch. Ich nehme den einfach mal mit. Ja.
Vielleicht hat der Herr Nick hier ja Meteoriten reingejagt. Oh Gottchen, ey, das ist ja... Also, Herr Ben, das macht man anders. Wie denn? Man nimmt den Dreck, den man mit hat. Aber der große Baum neben dem Haus steht noch. Ah ja, der sieht aber ganz komisch aus. Gucken Sie sich mal die Hälfte an, auf die wir zulaufen. Was ist da passiert? Die sieht aus wie abgeschnitten. Der hat ja einen Baum aufgestellt und hat dann nicht mehr Lust mehr. So sieht das aus. Vielleicht hat der Herr Nick aber auch bloß irgendwann Hunger gehabt und konnte sich nicht mehr zu essen leisten. Der hat ja eh nie was verkauft. Aber seine Leute sind... Naja, die können wir lassen. Die sind ja nicht gefährlich. Ja. Noch nicht. Kein Puder mehr da. Ja, das ist, das stimmt. Ja. Aber sonst ist hier auch niemand irgendwie anwesend in der Stadt. Vielleicht soll... Oh, das ist ein Werwolf. Was? Das ist ein Werwolf. Ich kann nicht rennen! Hui. Der ist tot. Das ist wieder der Schwache. Oh ja, der kann sich ruhig öfters hierher getrauen, dann können wir den immer wieder umhauen. Na, was willst du denn, Werwolf? So, der Herr Bendis ist einfach weggegangen. Toll. Ach, da sind sie ja. Was ist denn da oben bei mir los? Luca. Ich bin im... Da oben ist noch... Da oben ist noch einer. Ja, die haben beide getötet. Braves Hundi. Gott. Ich sind noch mehr. Ja, ich muss erstmal meinen Hund hier reinkriegen. Ah, ja, gut. So. Danke. Ich glaube, wir haben gerade Vollmond. Ja.